Let's call it in the crossfire. Let's call it in the crossfire. Ja, Freunde, herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Video auf meinem Kanal und ja, wir gehen uns heute wieder eine schöne Uferlagerung angucken und ja, wir haben ein bisschen Weg vor uns, aber wir werden den Weg finden, hoffe ich. Ja, Freunde, es geht wie immer durch Wald und ich bin natürlich hier wieder vollgepackt mit Kamera und alles drum und dran und hier sehen wir auch schon so ein paar Mauerreste. Es ist halt die Frage, wo wir lang müssen. Wir müssen erstmal gucken. Leute, hier ist alles, jetzt geht zu dieser Jahreszeit. Rehe, voller Bärenklau. Und guckt euch mal an, Wasserpflanzen das sind. Jetzt geht das, aber die sind giftig. Seht ihr das? Wenn die voll in der Blüte sind, hat man hier echt ein Problem. Und das ist auch eine Grube, die kann man nur um diese Jahreszeit besuchen. Weil im Sommer kann es hier nicht lang. Ja. So. Jetzt werden wir mal hier lang gehen, gucken. Hier sieht man ja schon den schönen Berg. Jetzt falle ich schon fast hin. Und da vorne ist es schon. Ja, Leute, wir sind da. Also die ist, wie gesagt, nicht mega groß. Oh, ist das jetzt eine Wildkamera? Ne. Vogelhäuschen wahrscheinlich. Guckt euch das mal an, die sind fast 3 Meter hoch. Die sind 3 Meter hoch. Ja, und hiermit darf ich euch herzlich willkommen heißen. Wir sind da. Leute, wir sind drin. Guckt euch mal diese riesen gigantischen Hallen an. Wahnsinn. Ja, Leute, guckt euch das mal an. Das ist Wahnsinn, diese Deckenröhren. Guckt euch mal diese Brocken da oben an. Ja, geht noch weiter. So, und von da sind wir gekommen. Ja, hier ist auch der Ausgang. Wahnsinn. Hier haben wir auch noch einen Gang, da geht es aber nicht weiter. Jetzt muss ich erstmal ein Foto machen. Ich weiß nicht, ob man mich gut erkennt, aber sehr eng hier. Sehr, sehr eng. Aber ich brauche gar nicht weiter zu gehen, weil ich zeige es euch. Ja, da hat man noch einen ganz kleinen Durchgang. Aber da wird das nicht weitergehen. Nee. Ja, Freunde. Hier geht es auch noch eine Tür natürlich lang. Ja, da bin ich ja eben durch den Verbruch, weil ich genau diese Tür gesucht habe. Aber da kommt nur noch so ein kleines Mauseloch und das war's. Und hier meine ich, ist auch Schluss. Ja, da frage ich mich, was das war. Warum macht man da so massive Türen rein? Auch noch 2 Stück. Für nichts und wieder nichts. Ja, wie gesagt, es ist halt nicht wirklich groß, aber sehr schön, finde ich. Wollte schon so lange mal hin. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video.
Wir sind auf dem Rückweg. Es war eine kleine, aber feine Uferlagerung. Also mir hat sie sehr gut gefallen und ja, war für mich so ein kleines Träumchen. Das habe ich mir dann jetzt erfüllt. Und hier sieht man da diese schönen Bärenklauen.